Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der DVG, liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich hier in den Räumen des VDEK und schaue, wo Herr Hornweg sitzt, damit ich mich bei ihm bedanken kann für die Gastfreundschaft. Er ist noch nicht hier eingetroffen, aber wir freuen uns sehr, dass der VDEK und seine Räumlichkeiten hier zur Verfügung gestellt hat. Und schön, dass Sie da sind und ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der DVG. Heute Nachmittag, ist schon angesprochen, wollen wir uns mit der Transformation der Arbeitswelt auseinandersetzen und insbesondere auch die Auswirkungen auf die soziale Sicherheit und die sozialen Sicherungssysteme nochmal beleuchten. Die Arbeitswelt befindet sich ja nicht erst seit heute im Wandel, sondern sie ist eigentlich in einem ständigen Wandel begriffen, sei es technologischen Fortschritt, wirtschaftlichen oder kulturellen Wandel, Veränderungen. Die gibt es allenthalben, aber wir merken, die Umbrüche werden größer, werden schneller, kommen in kürzeren Abständen und vor allen Dingen auch gleichzeitig in vielen Feldern. Der jetzige Strukturwandel ist komplex und zum Teil eben auch extrem disruptiv. Und wir haben hier verschiedene Trends und Megatrends zu verzeichnen, die das ein wenig illustrieren können. Das ist zum einen der technische Fortschritt, jetzt in Form der Digitalisierung und zunehmend der KI, der Anwendung von vielen Anwendungen, die technisch getrieben sind und deren Ausmaße wir heute noch gar nicht absehen können. Wir haben den demografischen Wandel und erleben schon jetzt, trotz der höchsten Beschäftigungslage, die wir je in Deutschland hatten, einen Fachkräftemangel. Und eben auch auf der anderen Seite steigende Lebenserwartung, sprich auch ein Aufwuchs der älteren Personen, was uns alle ja freut, aber trotzdem vor Herausforderungen stellt. Wir erleben Flexibilisierung der Arbeit, neue Arbeitsmodelle, ich sage nur so etwas wie Plattformarbeit, Teilzeitquoten steigen und aber auch die Erwerbsbiografien werden brüchiger. Und das in Zeiten einer Globalisierung, in Zeiten von Arbeitsmigration und Zunahme von der Mobilität vieler Arbeitskräfte. Also das sind nur einige Beispiele und ich denke, das erste Panel wird sicherlich aus verschiedenen Perspektiven darüber diskutieren, denn diese Veränderungen haben Auswirkungen auf unsere Art des Zusammenlebens und eben auch des Arbeitslebens. Und dabei bleibt aber der Wandel nicht stehen, sondern der Wandel auf dem Arbeitsmarkt hat unmittelbaren Einfluss auf unsere sozialen Sicherungssysteme, denn die beruhen zum größten Teil auf Arbeit und dem Arbeitsmarkt. Von daher, denke ich, sind wir alle gemeinsam gefragt, mit der Politik zusammen auf diesen vielfältigen Wandel zu reagieren und die Veränderungen in unserem System auch abzubilden. Liebe Gäste, der Sozialstaat und das in Artikel 20 des Grundgesetzes verankerte Sozialstaatsprinzip sind große Errungenschaften in Deutschland. Und in der Vergangenheit haben sich auch unsere Sozialsicherungssysteme, insbesondere in ihrer Gesamtheit, für die ja auch die DVG steht, als sehr anpassungsfähig erwiesen. Heute wollen wir uns darüber austauschen, wie wir diese Anpassungsfähigkeit auch in der Zukunft bewahren können. Welche aktuellen Herausforderungen bringt die Transformation mit sich? Welche Lösungsansätze gibt es? Und vor allem, wie können wir die Menschen bei diesen tiefgreifenden Veränderungen mitnehmen und weiterhin soziale Sicherheit und Stabilität. Denn angesichts dieser von mir nur rudimentär beschriebenen Herausforderungen und Krisen fällt es uns ja immer schwerer, in dieser Komplexität die Menschen mitzunehmen. Und wir sollten eben nicht nur über die Risiken, sondern eben auch über die Chancen, das Licht am Ende des Tunnels sozusagen, den Menschen darstellen, damit wir überhaupt im Gespräch bleiben oder ins Gespräch kommen können. Denn es gibt einfach zunehmende Unsicherheiten in der Bevölkerung und wir merken, dass unser demokratisches Miteinander in Gefahr gerät. Und von daher, denke ich, brauchen wir mehr denn je übergreifende Debatten, wie sie ja hinterher in der DVG führen. Das ist ja unser großes Fund, wo wir hier alle zusammenbringen, die mit sozialer Sicherheit zu tun haben. Und ich denke, es wird uns auch gemeinsam gelingen, nach vorne geschaut, wichtige Zukunftsfragen zu beleuchten und auch Lösungen zu entwickeln. Denn das wird notwendig sein, damit wir alle und eben auch unsere sozialen Sicherungssysteme über
und das ist mir ganz wichtig, einzelne Wahlperioden hinaus auch eine Chance haben und in die Herausforderung von heute und morgen meistern können. Denn wir erleben das, auch wenn es im Alltag vielleicht nicht immer präsent ist, die Systeme der sozialen Sicherheit, wir haben es ganz besonders in der Corona-Zeit gemerkt, das ist der Kitt, der vieles in unserer Gesellschaft zusammenhält. Und hier gilt es weiterhin, Stabilität, soziale Sicherheit und auch Wohlstand in unseren Strukturen zu ermöglichen. Und wir sollten gemeinsam die Herausforderungen angehen und so viele Menschen wie möglich damit auch mitnehmen. Wir haben das in diesem Jahr auch in der GVG schon mit verschiedenen Veranstaltungen getan. Wir haben uns auch beraten lassen, auch im Präsidium. Wir hatten wirklich hochrangige Experten an Bord. Und heute gilt es auch wieder. Wir haben zwei Panels für die vorbereitet. Und ich freue mich ganz sehr, dass wir Frau Heckel als Moderatorin gewinnen konnten. Sie ist Bestseller-Autorin mit dem Buch So regiert die Kanzlerin. Sie haben in ihrer Reportage über Frau Merkel ihre ganze Kompetenz und Erfahrung als Politik- und Wirtschaftsjournalistin genutzt. Und von daher freue ich mich sehr, dass wir Sie gewinnen können, heute zu moderieren. Herzlich willkommen. Und bevor wir zum Panel kommen, möchte ich ganz herzlich begrüßen Frau Professor Dr. Bettina Kohlrausch vom BSI, vom Hans-Böckler-Institut, von der Hans-Böckler-Stiftung. Herzlich willkommen. Herr Professor Enzo Weber vom IAB. Herr Dr. Stefan Kohler vom Ludwig-Erhard-Forum Berlin. Und Herrn Professor Dr. Zierbar, den ich online begrüße, ganz herzlich willkommen vom ZEW. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind und wir werden sicherlich ein ganz spannendes Panel erleben. Wir werden im Anschluss daran ein zweites Panel haben. Da wird Herr Runel, der Geschäftsführer der IKK e.V., und Herr Steufel zusammen mit mir auf dem Podium beleuchten, was war beim ersten Panel, was nehmen wir auch mit in unsere Gesellschaft, was nehmen wir mit in unsere Organisation. Und es steht insbesondere dann an Ihnen, dass wir in einen guten Diskurs kommen. Und darauf freut mich sehr. Denn wir werden dann eine ganze Menge Möglichkeiten haben, Fragen und Anmerkungen gemeinsam zu erörtern. Anschließend noch ab 17 Uhr gibt es einen Get-Together hier und wir haben die Freude, dass wir unseren Bundeswahlbeauftragten für die Sozialwahlen hier bei uns haben werden. Er wird uns ganz exklusiv aus einem quasi Anhörung im BMAS berichten. Er hat dort eingeladen, die Beteiligten der Sozialwahl, um zu sagen, was können wir aus der Sozialwahl lernen, wie können wir das auch noch vorne verbessern. Und er wird uns hier ganz exklusiv zur Verfügung stehen. Und zum Schluss möchte ich mich noch bedanken bei Herrn Reit und seinem Team für die wirklich exzellente Vorbereitung und auch die Einladung dieses tollen Panels. Und dem will ich nicht weiter im Wege stehen und sage herzlich willkommen und guten Start. Danke.